Am Anfang des 16. Jahrhunderts wurde das Château à Saint-Leu-Rideau an der Stelle einer hochmittelalterlichen Burg im italienischen Stil neu errichtet. Das Erdgeschoss ist als Empfangsbereich eingerichtet. Vom Eingang her links befindet sich das Billardzimmer. Der gemütliche Salon Bienkurt strahlt gleich daneben eine gemütliche Atmosphäre aus. Auf der gegenüberliegenden Seite liegt die Küche mit angrenzendem Speiseraum. Als letzten Raum betreten wir auf dieser Ebene die ehemalige Bibliothek. Auf der ersten Etage links liegt das Vorzimmer vor dem großen Schlafzimmer. Hier ruhte seine königliche Hoheit Ludwig XIII. Anno 1619. Der große Saal auf der gegenüberliegenden Seite bot Platz für Bälle und Feste. Anschließend das Zimmer des Hausherrn Gilles Berthelot. Das Originaldachgebälk stammt aus dem Jahre 1522. Es besteht aus Eichenholz, das aus den umliegenden Wäldern stammt. Ab 1810 veranlasste der Marquis von Bienkurt die Trockenlegung der umgebenden Wiesen, um einen englischen Garten anzulegen.